Hallo zusammen. Heute wollen wir uns mit dem anderen großen Text des Daoismus beschäftigen, nämlich mit dem Buch Zhuangzi. Laozi und Zhuangzi repräsentieren zwei gegensätzliche, aber nicht widersprüchliche Seiten des Daoismus. Oft wird das ausgedrückt, indem man hier die Begriffe Quietismus und Hedonismus verwendet. Quietismus, das ist ja das philosophische Schweigen, das Sie vor allen Dingen bei Laozi finden können. Also wenn er von der Unsagbarkeit des Dao redet, wenn er von einer mystischen, nur intuitiv möglichen Erkenntnis des Dao spricht und den Rückzug aus dem aktiven Leben empfiehlt, dann haben wir es mit Quietismus zu tun. Das ist der Daoismus des Dao De Jing, eine Philosophie für Mystikerinnen und für Eremiten. Hedonismus hingegen, das ist die philosophische These, dass das Gute zugleich das Angenehme ist. Das heißt, das Gute für uns Menschen besteht in der Pflege des Lebens, es besteht in einem guten und angenehmen in der Welt sein und das ist der Daoismus des Zhuangzi. Beides, Hedonismus und Quietismus, sind zwei Seiten der gleichen Philosophie. Sie stehen nicht im Widerspruch zueinander, sondern sie haben einen gemeinsamen Kern, weswegen es auch einen guten Grund gibt, hier von zwei Seiten der gleichen Philosophie, nämlich des Daoismus, zu sprechen. Und dieser gemeinsame Kern ist, naja, was soll es anderes sein? Es ist eben die Einsicht in das Dao und die Anpassung an das Dao. Gut, aber wer ist jetzt eigentlich dieser Zhuangzi? Nun, Zhuangzi, das ist der Name einerseits einer Person und andererseits auch der Name eines Buches, das angeblich oder zumindest teilweise von dieser Person verfasst worden ist. Der Eigenname von Zhuangzi ist eigentlich Zhuangzhou. Diese Nachsilbe Z, die Sie immer wieder hören, das heißt einfach Meister, also Zhuangzi bedeutet eigentlich wörtlich übersetzt einfach nur Meister Zhuang. Alternativer Name dieses Textes ist nicht nur das Zhuangzi, sondern das Nanhua Zhenjing, das sogenannte wahre Buch vom südlichen Blütenland. Sie finden manchmal ältere deutsche Übersetzungen dieses Textes auch unter diesem Namen. Wir wissen nicht allzu viel über Zhuangzi, so wie uns das bei doch den meisten der Philosophen dieser Epoche hier ergeht. Die traditionelle Geschichtsschreibung sagt, Zhuangzi ist jünger als Laozi, manchmal wird er sogar als dessen Schüler verstanden. Das zeitliche Verhältnis der Texte des Dao De Jing und des Zhuangzi ist allerdings in der Gegenwart umstritten. Möglicherweise ist das Zhuangzi älter, wobei auch einige behaupten, dass das Laozi der ältere Text ist. Also es ist immer noch eine laufende Debatte, bei der bisher keine Klärung erzielt worden ist. Wann ist das Zhuangzi verfasst worden, beziehungsweise wann hat der Philosoph Zhuangzi gelebt? Nun, da geht die heutige Forschung davon aus, dass die in den antiken Quellen überlieferten Lebensdaten weitestgehend korrekt sein dürften. Es wird also so ein Lebenszeitraum von ungefähr 375 vor Christus bis 300 vor Christus angenommen, plus minus ein paar Jahre. Wie Sie wissen, ist es nicht immer so ganz einfach, das exakt zu datieren in diesen frühen Zeiträumen. Im Gegensatz jetzt zu Laozi war Zhuangzi höchstvermutlich eine reale historische Person und hat auch wenigstens Teile dieses Buchs Zhuangzi selbst verfasst. Normalerweise geht man davon aus, dass die ersten Kapitel des Zhuangzi von diesem historischen Zhuangzi selbst geschrieben worden sind und dass die späteren Kapitel aus seinem Schülerkreis, wie auch immer das zu verstehen ist, hervorgegangen sein dürften. Dieser Text, das Zhuangzi, entwickelt sich also auch noch nach dem Tod der historischen Person Zhuangzi erstmal ein bisschen weiter. Aufgebaut ist das Zhuangzi in 33 Kapiteln und diese 33 Kapitel werden unterteilt in drei Gruppen, die sogenannten inneren, äußeren und vermischten Kapitel. Die inneren Kapitel sind die Kapitel 1 bis 7, die gelten als authentisches Werk des historischen Zhuangzi. Die äußeren Kapitel 8 bis 22 und die vermischten Kapitel 23 bis 33, die werden dann eben Schülern und Nachfolgern zugeschrieben. Vom Stil her ist dieses Buch Zhuangzi etwas ganz, ganz anderes als das Dao De Jing. Im Gegensatz dazu, nämlich also diesem kryptischen, oft obskuren und dunklen Stil des Dao De Jing, ist das Buch Zhuangzi zunächst mal sehr viel umfangreicher, sehr viel klarer
und literarisch auch ganz anders geschrieben. Das Buch Zhuangzi enthält eine ganz bunte Sammlung von Anekdoten, Erzählungen, Parabeln, Dialogen und so weiter und so fort. Also Sie finden da nicht irgendwelche kurzen, obskuren und mysteriösen Sprüche, wie im Tao Te Ching, sondern Sie finden bunt geschilderte und fantastisch ausgearbeitete Erzählungen und Parabeln und solche Sachen. Oft berichtet das Zhuangzi uns auch von Gesprächen zwischen zeitgenössischen Philosophen. Also Zhuangzi selbst taucht sehr oft als Figur in diesem Buch Zhuangzi auf. Und wir hören von Diskussionen, die Zhuangzi mit anderen Philosophen geführt hat. Öfters taucht auch mal Konfuzius mit seinen Schülern auf, wobei das dann allerdings nicht der historische Konfuzius ist, sondern das ist eher ein taoistisch interpretierter Konfuzius, der so als eine Art Symbol für den alten Weisen zu verstehen ist. Oder es tauchen irgendwelche mythischen Sagengestalten auf. Und so weiter und so fort. Also ein sehr buntes und schillerndes literarisches Werk. Manchmal haben wir auch eher sowas wie aphoristische Gedankengänge, die dann illustriert werden durch Beispiele oder Geschichten oder so etwas. Ja, und insgesamt lässt sich sagen, dieses Zhuangzi, das ist eines der bildgewaltigsten, eines der tiefsinnigsten, auch witzigsten und geistreichsten Bücher der chinesischen Kultur. Und es gilt vollkommen zu Recht, als einer der Höhepunkte der antiken chinesischen Literatur. Wenn Sie jetzt spontan das Interesse bekommen, im Zuge dieses Seminars hier irgendwie mehr zu lesen aus der chinesischen Philosophie, auch mehr Originale lesen zu wollen, dann wäre meine Empfehlung, greifen Sie als allererstes zum Zhuangzi, denn dieses Buch lässt sich im Gegensatz zu vielen anderen Texten sehr intuitiv und sehr selbstverständlich lesen, auch wenn Sie über manches vielleicht hinweglesen werden auf den ersten Blick. Aber es ist ein Buch, das unmittelbar zugänglich ist. Sie können es irgendwo aufschlagen, Sie können anfangen zu lesen, es steht garantiert was Gutes da drin. Ich empfehle als Übersetzung die Ausgabe im Reclam Verlag von Viktor Kalinke. Das ist eine vor kurzem erst erschienene Neuübersetzung ins Deutsche. Es gab ganz lange Zeit überhaupt keine Originalübersetzung aus dem Chinesischen direkt ins Deutsche des Zhuangzi. Nur eine alte von Richard Wilhelm, die schon so ein paar Jahrzehnte auf dem Buckel hatte. Und es gab eine Übersetzung aus einer englischen Übersetzung ins Deutsche. Jetzt seit letztem Jahr liegt zum Glück wieder eine echte Originalübersetzung aus dem Chinesischen direkt ins Deutsche vor. Gut, was macht nun die Philosophie des Zhuangzi eigentlich aus? Nun, der allerwichtigste Punkt, den man direkt am Anfang nennen muss, ist: Zhuangzi ist ein Skeptiker. Was ist Skepsis? Nun, philosophische Skepsis, das kennen Sie aus anderen Kontexten wahrscheinlich auch, bedeutet Zweifel an Wissen, Zweifel an der Erkenntnisfähigkeit. Also Zhuangzi bezweifelt die Erkenntnisfähigkeit des Menschen. Er bezweifelt, dass wir überhaupt etwas wissen können. Und warum gibt es kein sicheres Wissen für Zhuangzi? Nun, weil unsere Urteile immer an eine bestimmte Perspektive gebunden sind. Schauen wir uns mal eine kleine Passage aus dem Zhuangzi an, in der er das sehr schön darstellt. Zhuangzi sagt da: Wie soll ich wissen, ob das, was ich Wissen nenne, nicht tatsächlich Unwissenheit ist? Wie kann ich wissen, ob das, was ich Unwissenheit nenne, nicht tatsächlich Wissen ist? Lasst mich versuchen, euch einige Fragen zu stellen. Wenn Menschen an einem feuchten Platz schlafen, bekommen sie ein schmerzendes Kreuz oder gar Lähmungserscheinungen. Aber würde es einer Schmerle ebenso ergehen? Wenn Menschen auf einem Baum weilen, dann erschauern sie vor Schwindelgefühl. Aber würde es einem Gibbon ebenso ergehen? Wer von diesen dreien weiß nun, welches der richtige Ort zum Wohnen ist? Menschen essen Fleisch, Rehe fressen Gras, Riesentausendfüßler finden Geschmack an Schlangen, Falken und Krähen schmecken Mäuse. Wer von diesen Vieren weiß, welches das richtige Essen ist? Gibbons laufen Gibbons nach, das Reh paart sich mit dem Bock, die Schmerle gesellt sich zu den anderen Fischen. Mao Ziang und Xi Shi galten unter den Menschen als Schönheiten, aber wenn Fische nur einen Blick auf sie erhaschten, würden sie in die Tiefe abtauchen. Wenn Vögel sie sähen, würden sie hoch in den Himmel auffliegen, und wenn Rehe sie erblickten, würden sie Hals über Kopf davonrennen. Wer von diesen Vieren kennt nun den für alles unter dem Himmel gültigen Maßstab für Schönheit? Was also aus einer bestimmten Perspektive wie Wissen aussieht, also wie eine richtige Erkenntnis, zum Beispiel die richtige Erkenntnis, was schön und was hässlich ist, das ist aus einer anderen Perspektive ein ganz klarer Irrtum. Was also aus der menschlichen Perspektive wie Schönheit aussieht, sieht aus der Perspektive des Fisches überhaupt nicht wie Schönheit aus. Ein objektiv sicheres Wissen ist damit für Zhuangzi gar nicht möglich, weil wir in unseren Urteilen eben immer an den eigenen Perspektiven festkleben.
Wir sind niemals ohne Perspektive. Es gibt keinen neutralen, objektiven Blick von nirgendwo, wie das Thomas Nagel in einem berühmten Buch mal ausgedrückt hat. Also es gibt keinen Standpunkt, der ohne jeden Standpunkt wäre. Es gibt nicht diesen Blick von nirgendwo, von dem aus wir zweifelsfrei und objektiv prüfen können, was nun wirklich richtig und was falsch ist. Es gibt immer nur eine bestimmte Perspektive und eine Wahrheit in Bezug auf diese Perspektive. Aber ein objektives Wissen, ein Wissen, das jenseits aller Perspektiven Wahrheit beanspruchen könnte, das gibt es für Zhuangzi nicht. Mit dieser perspektivischen Skepsis einher geht eine deutliche Skepsis auch gegenüber der Methode rationaler Argumentation bei Zhuangzi. Vernunft, rationales Denken und Argumentieren sind für Zhuangzi gar nicht geeignet, um uns zu einer Erkenntnis der Wahrheit zu führen. Das sehen wir sehr schön an einer anderen Passage aus dem Zhuangzi, die ich Ihnen jetzt mal kurz vorlesen möchte. Da sagt er nämlich: Angenommen, du disputierst mit mir. Wenn du mich schlägst und ich dir unterliege, muss das dann heißen, dass du wirklich Recht hast und ich wirklich Unrecht habe? Schlage ich dich und du unterliegst mir, habe ich dann wirklich Recht und du hast wirklich Unrecht? Hat einer von uns Recht und der andere hat Unrecht? Oder haben beide von uns Recht oder beide Unrecht? Weder du noch ich können das wissen und andere tappen noch mehr im Dunkeln. Wen sollen wir um einen Schiedsspruch bitten? Sollen wir jemanden fragen, der deiner Meinung ist? Da er deiner Meinung ist, wie könnte er fair entscheiden? Sollen wir jemanden fragen, der meiner Meinung ist? Da er meiner Meinung ist, wie könnte er fair entscheiden? Soll jemand die Angelegenheit entscheiden, der mit uns beiden nicht übereinstimmt? Wie könnte er entscheiden, wenn er mit keinem von uns übereinstimmt? Soll jemand die Angelegenheit entscheiden, der mit uns beiden übereinstimmt? Wie könnte er entscheiden, wenn er mit uns beiden übereinstimmt? Wenn nun also weder du, noch ich, noch eine andere Person in der Lage sind zu entscheiden, sollen wir noch auf jemand anderen warten? Rationalität führt also offensichtlich nicht zum Ziel. Rationale Argumentation ist nicht das geeignete Mittel, um zu Erkenntnissen zu gelangen. Die Rationalität gibt zwar vor, einen sozusagen neutralen Standpunkt zu beziehen, allein den neutralen, objektiven Standpunkt der Vernunft zu berücksichtigen, das, was Jürgen Habermas in einem anderen Kontext mal den zwanglosen Zwang des besseren Arguments genannt hat. Aber diese Idealisierung der Vernunft ignoriert natürlich, dass jedes Individuum auch seine eigene Perspektive hat. Und diese eigene Perspektive ist bereits Bestandteil dessen, was wir normalerweise eine rationale Begründung nennen würden. Ob wir zum Beispiel einer bestimmten These eher zugeneigt sind oder eher abgeneigt sind, das beeinflusst ganz massiv, welche Argumente wir überhaupt bereit sind anzuerkennen. Also wenn Sie beispielsweise davon überzeugt sind, dass, ich weiß nicht, der Klimawandel gar nicht real ist oder so etwas, dann werden Sie alle möglichen Argumente, die Sie von dieser These abbringen, sollten für irgendwie konstruiert und fehlerhaft und sonst wie unglaubwürdig halten und so weiter und so fort. Wir sind also aus rein psychologischen Gründen immer stärker geneigt, das, was unsere bestehenden Meinungen bekräftigt, zu glauben und das, was sie widerlegt, eben kritisch zu sehen. Wir sind da in unserer eigenen Perspektive bereits drin, dieser eigenen Perspektive verhaftet und diese eigene Perspektive beeinflusst tatsächlich auch, was wir als überzeugende Argumente anerkennen und was nicht. Zhuangzi sieht das. Zhuangzi zieht daraus den Schluss, dass eine objektive Erkenntnis gar nicht möglich ist, weil wir eben unsere Perspektive nicht verlassen können. Verbunden mit dieser Skepsis, also dieser skeptischen Grundhaltung gegenüber dem Wissen, ist bei Zhuangzi also auch eine ganz gehörige Portion Rationalitätskritik, also ein Zweifel an den Fähigkeiten der Erkenntnis und der Rationalität überhaupt zur Wahrheit zu führen. Das zeigt sich sehr schön an einer anderen, sehr, sehr berühmten Stelle aus dem Zhuangzi. Hier haben wir eines dieser interessanten Gespräche zwischen Zhuangzi und einem anderen Philosophen. Schauen wir uns das auch mal kurz an. Meister Zhuang und Meister Hui schlenderten über die Brücke am Haufluss. Die Elritzen sind hervorgekommen und schwimmen so fröhlich umher, sagte Meister Zhuang. Das ist die Freude der Fische. Ihr seid kein Fisch, sagte Meister Hui. Woher wollt ihr wissen, was die Freude der Fische ist? Ihr seid nicht ich, sagte Meister Zhuang. Wie wollt ihr also wissen, dass ich nicht weiß, was die Freude der Fische ist? Ich bin nicht ihr, sagte Meister Hui. Also weiß ich gewiss nicht, was ihr wisst. Aber ihr seid gewiss kein Fisch. Darum könnt ihr nicht abstreiten, dass ihr nicht wisst, was die Freude der Fische ist. Fangen wir nochmal ganz von vorn an, sagte Meister Zhuang.
Als ihr sagtet, woher wollt ihr wissen, was die Freude der Fische ist? Da fragtet ihr, weil ihr bereits wusstet, dass ich weiß. Ich weiß es, indem ich über den Rausch ländere. Eine sehr merkwürdige Geschichte, die unglaublich oft diskutiert und interpretiert worden ist, nicht zuletzt wegen der verwickelten Logik, die in diesen wenigen Worten drin steckt. Kurz zum Text, Meister Hui, also der Huize, das ist ein Freund des Zhuangzi, ein Zeitgenosse von ihm, der ebenfalls als Philosoph bekannt geworden ist, dessen Schriften aber leider verloren gegangen sind. Wir kennen ihn nur aus Erzählungen eben bei Zhuangzi oder in anderen Texten. Er repräsentiert allerdings einen anderen philosophischen Ansatz als Zhuangzi. Dieser Huize, das ist eher so der Rationalist und der Realist, könnte man sagen. Nun, was passiert hier in diesem Dialog? Huize versucht offensichtlich, Zhuangzi in so eine skeptische Diskussion zu verwickeln. Also er versucht ihn, Zhuangzi, den Skeptiker, mit seinen eigenen Waffen zu schlagen. Versucht ihn mit seinen eigenen skeptischen Zweifeln in die Falle zu locken. Er fragt ihn, woher weißt du eigentlich, was die Freude der Fische ist? Eine klare, skeptische Herausforderung. Zhuangzi müsste jetzt ja eigentlich zustimmen, denn er, Zhuangzi, ist ja der Skeptiker. Woher soll denn bitteschön ein Mensch wissen, was die Freude für Fische ist? Also, nicht wahr? Wir hängen alle in unseren Perspektiven fest und was die Freude für den Menschen ist, muss nicht unbedingt die Freude für den Fisch sein und umgekehrt. Also eigentlich genau das, was Zhuangzi doch sagen sollte. Aber was tut Zhuangzi? Er schlägt zurück. Woher soll denn bitte schön Huize wissen, was für Zhuangzi Wissen ist? Also er setzt noch mal eins drauf in Sachen Skeptizismus. Er treibt den Perspektivismus noch ein bisschen weiter. Huize nimmt die Herausforderung an, steigt auf die Diskussion ein und versucht es jetzt mit einem Gegenargument. Er sagt, okay, prüfen wir es nochmal nach. Es gibt einen Unterschied in den beiden Fällen. Es gibt nämlich einen Unterschied zwischen Zhuangzis Wissen über die Fische und Huizis Wissen über Zhuangzi. Und was ist das für ein Unterschied? Nun, ganz einfach, Zhuangzi und Huize sind beide Menschen, aber Zhuangzi ist kein Fisch. Also ist es doch wohl plausibel, meint Huize, dass er annimmt, er weiß mehr über Zhuangzi als das, was Zhuangzi über die Fische weiß. Denn es geht in einem Fall um das Wissen eines Menschen über einen anderen Menschen und im anderen Fall eben über das Wissen eines Menschen über Fische. Also Huize versucht das Ganze jetzt mit den Mitteln einer rationalen Diskussion voranzutreiben und eine subtile Differenzierung einzuführen zwischen den beiden Fällen. Und interessant ist jetzt, wie Zhuangzi in dieser Situation reagiert. Er erwidert und sagt, erstens, Huize fragt doch eigentlich nur, weil ihm ohnehin schon klar war, dass Zhuangzi weiß, was die Freude der Fische ist. Also Huize glaubt sein skeptisches Argument eigentlich selber nicht. Also wenn Huize sagt, woher weißt du, was die Freude der Fische ist, dann weiß er eigentlich schon, dass das nur reine Rhetorik ist, ein reines philosophisches Gedankenspiel. In Wirklichkeit ist auch er davon überzeugt, dass Zhuangzi weiß, was die Freude der Fische ist. Also Huizes Skepsis ist eigentlich gar nicht authentisch. Und zweitens, und das ist das Seltsame, er antwortet mit diesem etwas absurden Satz, ich weiß es, indem ich über den Rausch ländere. Das scheint überhaupt keinen Sinn zu machen. Das scheint in keinster Weise eine Antwort auf Huizes Frage zu sein. Zhuangzi steigt mit dieser absurden Erwiderung aus der Diskussion aus. Es ist gar kein Argument mehr, das er hier bringt, sondern es ist so eine Art ironische Wendung. Um das zu verstehen, muss man ein kleines bisschen ausholen. Das chinesische Wort, das hier an dieser Stelle gebraucht wird, wenn es um die Frage nach dem Woher geht, also woher weißt du das, das kann auch wo oder wie bedeuten. Zhuangzi macht also an der Stelle hier ein Wortspiel. Er versteht diese Frage, woher weißt du, was die Freude der Fische ist, als eine Frage im Sinne von, wo weißt du, was die Freude der Fische ist. Also er spielt bewusst mit dieser Mehrdeutigkeit des Fragewortes an der Stelle hier. Und er antwortet darauf, indem er sagt, ich weiß es hier über dem Hau, über den ich gerade drüber gehe. Zhuangzi ist natürlich nicht blöd. Selbstverständlich weiß Zhuangzi an dieser Stelle, was Huize von ihm wollte und was seine Frage bedeutet hat. Aber diese Diskussion, wie Huize sie jetzt immer weiter verästeln möchte, die würde niemals an ein Ziel führen, weil wir ja nie zu einem sicheren Wissen gelangen können. Wir wissen nicht, was die Freude der Fische ist und wir können es nicht wissen, eben weil wir keine Fische sind und in unserer menschlichen Perspektive feststecken.
Was macht Zhuangzi also? Er lässt Huize auflaufen. Er lässt ihn auflaufen und macht sich in einer, naja, absurd ironischen Weise über seinen Versuch lustig, argumentativ und rational argumentierend zu einer Erkenntnis zu gelangen. Welchen Sinn hat das Ganze? Was will Zhuangzi damit eigentlich bewirken? Nun, er will Huize nicht davon überzeugen, dass er Zhuangzi recht hat und Huize falsch liegt. Das wäre für einen Skeptiker wie Zhuangzi die falsche Schlussfolgerung. Nein, er will ihn vielmehr davon abbringen, zu versuchen, überhaupt mit Hilfe rationaler Argumentation zu Erkenntnissen zu gelangen. Es ist also quasi ein therapeutischer Ansatz in der Philosophie. Ein therapeutischer Ansatz insofern, als Zhuangzi hier versucht, Huize von seinem hartnäckigen Rationalismus zu therapieren und nicht diesen Rationalismus zu gebrauchen, um ihm die Falschheit seiner Überzeugung nachzuweisen. Aber warum ist das so? Warum können wir eigentlich die Wirklichkeit für Zhuangzi nicht erkennen? Nun, es gibt zwei Möglichkeiten, warum das so sein könnte. Die erste Möglichkeit lautet, die eigene Perspektive, die jeder Mensch mitbringt, verzerrt das Bild. Also diese eigene Perspektive, die wir haben, hindert uns daran, die Wirklichkeit so zu sehen, wie sie ist. Es wäre beispielsweise so, als hätten wir alle Brillen auf mit gelben Gläsern. Wenn man solche Brillen mit gelben Gläsern aufhat, dann sieht eben alles gelb aus. Die Dinge sind in Wirklichkeit nicht gelb, aber man kann gar nicht anders, als sie so zu sehen. Die Möglichkeit 2 hingegen wäre, es gibt gar keine Wirklichkeit jenseits der eigenen Perspektive. Das gibt es auch aus unserer alltäglichen Erfahrung. Da kennen wir das zum Beispiel, wenn mir mein Zeh wehtut. Dann ist dieser Schmerz nur insofern real, als dass ich ihn empfinde. Also es könnte nicht sein, dass ich Schmerzen habe, Schmerzen empfinde, aber in Wirklichkeit gibt es gar keinen Schmerz und ich nehme einfach nur meinen Zeh falsch wahr. Bei der gelben Brille könnte das schon so sein. Also Sie schauen eine Wand an und die Wand sieht gelb aus, dann könnte es durchaus so sein, dass die Wand in Wirklichkeit nicht gelb ist, sondern weiß, weil eben Ihnen diese gelbe Brille alle Dinge gelb aussehen lässt, obwohl sie vielleicht in Wirklichkeit gar nicht gelb sind. Bei dem Zeh geht das nicht. Wenn Ihnen Ihr Zeh wehtut, dann kann es nicht sein, dass Sie irrtümlicherweise das Gefühl haben, der Zeh täte Ihnen weh. Aber in Wirklichkeit haben Sie gar keine Schmerzen. Sonst gäbe es sowas wie Phantomschmerzen. Ja, gar nicht. Was ist Zhuangzis Position? Zhuangzi optiert für die zweite Möglichkeit. Für Zhuangzi gibt es also nicht einfach ein objektives Faktum darüber, was gut oder schön oder richtig und so weiter ist. Jede Aussage kann immer nur für Zhuangzi relativ zur Perspektive dessen, der diese Aussage tätigt, als richtig oder falsch verstanden werden. Zhuangzi vertritt also, gut philosophisch ausgedrückt, einen Perspektivismus oder einen Relativismus. Das gibt's, also da gibt es eine ganz schöne Passage bei dem Zhuangzi, die das sehr schön auf den Punkt bringt. Er sagt dann nämlich, dieses ist auch jenes, jenes ist auch dieses. Jenes kann einmal richtig oder falsch sein, dies kann einmal richtig oder falsch sein. Gibt es wirklich jenes und dieses? Oder gibt es jenes und dieses in Wirklichkeit nicht? Und die Antwort muss natürlich lauten, ja und nein, weder noch. Relativismus bedeutet, ganz allgemein gesagt, Wahrheit oder Falschheit gibt es immer nur relativ zu einer bestimmten Perspektive. Die Begriffe wahr oder wirklich oder real oder richtig oder sowas, die funktionieren tatsächlich so wie die Begriffe rechts und links beispielsweise. Nehmen Sie folgendes Beispiel. Wenn ich im Seminarraum stehe, dann ist die Tür des Seminarraums auf meiner linken Seite. Für die Studierenden, die mir gegenüber sitzen, ist die Tür des Seminarraums natürlich auf der rechten Seite. Wenn wir uns jetzt die Frage stellen würden, wo ist denn eigentlich die Tür in Wirklichkeit? Ist sie in Wirklichkeit links oder ist sie in Wirklichkeit rechts? Dann wäre das eine vollkommen absurde Diskussion. Auf diese Frage, wo ist die Tür wirklich, gibt es nämlich gar keine richtige oder falsche Antwort. Die einzige Möglichkeit, diese Frage zu beantworten, ist zu sagen, von wem aus gesehen ist die Tür rechts und von wem aus gesehen ist sie links. Also diese Begriffe rechts und links haben überhaupt nur dann eine Bedeutung, wenn ich zugleich die Perspektive angebe, aus der rechts oder links ausgesagt wird.
Und genauso funktioniert die Realität für Zhuangzi. So wie rechts oder links sind auch die Begriffe wahr oder richtig oder real immer an die Perspektive eines bestimmten Wesens gebunden. Aus dieser skeptischen, relativistischen Haltung resultiert für Zhuangzi dann ganz ähnlich, wie wir es bei Laozi auch schon gesehen haben, eine Sprachskepsis, also eine grundsätzliche Skepsis gegenüber der Fähigkeit der Sprache, die Wirklichkeit zu erfassen. Auch da wieder eine berühmte Stelle bei Zhuangzi, er schreibt dazu: Mit einer Reuse fängt man Fische. Hast du den Fisch gefangen, kannst du die Reuse vergessen. Eine Schlinge braucht man zum Fangen von Kaninchen. Ist das Kaninchen gefangen, kannst du die Schlinge vergessen. Mit Wörtern fängt man Ideen ein. Hast du die Idee erst einmal begriffen, kannst du die Wörter vergessen. Wo finde ich nur einen Menschen, der die Wörter zu vergessen weiß, sodass ich einige Worte mit ihm wechseln könnte? Die Realität transzendiert also für Zhuangzi die Sprache. Die Realität ist mehr, ist jenseits der Sprache. Sprache ist nur ein Werkzeug. Sie ist ein Werkzeug, das wir brauchen, um an die Realität heranzukommen, weil wir nun mal nichts Besseres haben. Aber wenn man einmal die Realität erfasst hat, dann braucht man die Sprache nicht mehr. Das heißt, man darf nicht den Fehler machen, Sprache und Realität miteinander zu verwechseln. Begriffe, sprachliche Konzepte, das sind eben unsere Werkzeuge, das ist unsere Art, die Realität zu erfassen und zu untergliedern. Aber diese Begriffe sind nicht die Realität selbst. Die Schlinge ist nicht das Kaninchen. Und wenn Sie versuchen, die Schlinge zu essen, dann werden Sie nicht bekommen, was Sie gerne gehabt hätten. Sie wollten natürlich das Kaninchen, aber Sie versuchen, sich an der Schlinge festzuklammern. Das ist der Fehler der Philosophie. Was die Philosophie für Zhuangzi verkehrt macht, ist nämlich genau dies, dass sie Sprache und Realität miteinander verwechselt. Die Philosophie hängt an den Begriffen fest. Sie hängt an den Begriffen fest, anstatt nach der Realität hinter den Begriffen zu suchen. Und hier kommt wieder die Dao-Mystik zum Vorschein. Also dieses, was wir schon bei Laozi kennengelernt haben, dieses intuitive, prärationale Erkennen der Wirklichkeit. Also eine Erkenntnis der Wirklichkeit jenseits von begrifflichem und rationalem Denken, nicht sprachlich und rein intuitiv. Philosophie, die versucht, auf andere Weise an die Realität ranzukommen, eben auf die rational-argumentative Methode, die wird albern, wenn sie anfängt, sich um bloße Worte zu streiten. Zhuangzi drückt das ganz brillant aus in seiner bekannten Parabel von den Affen. Da schreibt er nämlich: Es war einmal ein Affenhüter, der seine Tiere mit kleinen Kastanien fütterte. Ich werde euch 3 am Morgen und 4 am Abend geben, sagte er ihnen. Da waren alle Affen verärgert. Also gut, sagte der Affenhüter, ich werde euch 4 am Morgen und 3 am Abend geben. Da waren alle Affen hocherfreut über dieses Geschäft. Ohne irgendetwas an dem Namen oder der Realität der Menge, die er ihnen zu fressen gab, zu verändern, handelte der Affenhüter doch im Einklang mit den Gefühlen der Affen. Wer sind diese Affen? Nun, diese Affen, das sind letzten Endes die Philosophen. Diejenigen, denen es nur auf die Worte ankommt und nicht auf das, was hinter den Worten steht. Den Affen kann man es als eine wunderbare Verbesserung verkaufen, wenn sie statt 4 und 3, 3 und 4 Kastanien bekommen. Und den Philosophen kann man es als eine wunderbare Verbesserung verkaufen, wenn man die Realität als Menge aller Tatsachen statt Menge aller Dinge beschreibt, beispielsweise. Damit stehen also Philosophie, Rationalität, konzeptuelles Denken und all diese Dinge letzten Endes der Erkenntnis der wirklichen Realität im Weg. Man kann mit dem Frosch auf dem Grund seines Brunnens nicht über den Ozean sprechen, sagt Zhuangzi, denn er sitzt fest in seinem kleinen Reich. Man kann mit einer Sommermücke nicht über das Eis sprechen, denn sie ist auf ihre eigene Jahreszeit beschränkt. Man kann mit einem Intellektuellen voller verschrobener Ansichten nicht über das Dao sprechen, denn er ist ein Gefangener seiner eigenen Doktrinen. In letzter Konsequenz führt für Zhuangzi diese Skepsis und dieser Relativismus dazu, dass selbst die Idee der Realität sich auflöst, also die Idee dessen, was wirklich ist. Das drückt die wahrscheinlich berühmteste Stelle des Zhuangzi aus. Selbst Leute, die noch nie was von Zhuangzi gehört haben, kennen meistens diese Stelle als irgendeine Erzählung von irgendeinem chinesischen Philosophen. Da heißt es nämlich: Einst träumte Zhuangzi, er sei ein Schmetterling. Ein Schmetterling, der glücklich und fröhlich umherflatterte. Er wusste nicht, dass er Zhuangzi war.
Plötzlich erwachte er und war ganz handgreiflich Joe. Nun wusste er nicht, ob er Joe war, der geträumt hatte, ein Schmetterling zu sein, oder ein Schmetterling, der gerade träumte, Joe zu sein. Was ist real und was ist Illusion? Was ist der Unterschied zwischen dem Wirklichen und dem, was nicht wirklich ist? Darauf gibt es keine Antwort. Diese Frage ist schlichtweg nicht mehr zu beantworten. Das ist die ultimative Konsequenz des Skepsis und des Relativismus von Zhuangzi. Moderne Leserinnen und Leser könnten sich jetzt an dieser Stelle fragen, Moment mal, ist dieser Zhuangzi vielleicht ein Antirealist? Also ist er jemand, der die Idee einer objektiven Realität ablehnt, der sagen würde, es gibt gar keine objektive Realität? Nein, würde ich sagen. Es gibt eine objektive Realität für Zhuangzi. Diese objektive Realität ist die Realität des Dao. Aber das ist nicht die alltägliche Realität, nicht die Realität, in der wir leben. Diese Realität ist immer nur perspektivisch und relativistisch zu verstehen. Die Realität des Dao hingegen, die ist absolut und objektiv. Bloß nicht die Realität, in der wir leben. Die Realität, in der wir leben, die Alltagsrealität, die ist dem rationalen Denken und der Sprache und so weiter zugänglich, wenn auch eben mit all diesen perspektivistischen Einschränkungen. Die absolute objektive Realität des Dao, die hingegen ist nicht zugänglich für rationales Denken, für Sprache und so weiter und so fort. Wenn wir Zugang zu dieser wahren Realität bekommen wollen, zur Realität des Dao, dann müssen wir vom rationalen Denken therapiert werden, so wie Zhuangzi es schon bei Huize versucht hat. Zhuangzis Skepsis und sein Relativismus sind also sozusagen therapeutische Mittel. Sie wollen uns nicht darüber belehren, was die richtige Theorie der Realität ist, sondern sie sind ein Mittel, um uns von irrsinnigen und absurden Ansichten zu befreien und uns zur wahren Erkenntnis der Realität zu führen, die jenseits der Vernunft liegt. Nun, was ist Zhuangzis Gegenentwurf? Also was ist seine Idee von einem Leben, wie man es führen sollte, wenn man sich von der Idee einer objektiven Wahrheit jenseits des Dao freigemacht hat? Das kann man relativ einfach sagen. Es ist die gut daoistische Idee von der Aufgabe des Intellekts und des Widerstands gegen das Dao, vom Einfügen in das Dao. Also durchaus wieder Ähnlichkeiten zum Konzept des Wu Wei, wie wir es bei Laozi beim letzten Mal schon kennengelernt haben. Zhuangzi plädiert ganz hedonistisch, so wie wir es am Anfang auch gesagt haben, für ein ruhiges, unaufgeregtes, angenehmes Leben im Einklang mit der Natur. Einklang mit der Natur oder Einheit mit der Natur soll hier bedeuten, dass wir unsere eigene Natur anerkennen und im Einklang mit dieser unserer eigenen Natur leben. Wir sind nun mal Wesen, die der Natur entstammen und die, wie alles, was es im Kosmos gibt, dem permanenten Wandel unterworfen sind. Richtig leben heißt dann, sich mit dem Dao treiben lassen. Treiben lassen wie mit einem strömenden Fluss. Und genau das ist auch eine Metapher, die Zhuangzi selbst verwendet in einer Parabel für das Leben im Einklang mit dem Dao. In dieser Parabel berichtet uns Zhuangzi, wie Konfuzius bei einem Spaziergang einen alten Mann sieht, der in einem reißenden Fluss schwimmt, also ein Fluss mit hohen Wasserfällen und tosenden Stromschnellen, und darin sieht er diesen alten Mann schwimmen. Konfuzius erschrickt sich und fürchtet, der alte Mann hätte einen Unfall gehabt und würde ertrinken, also versucht er ihm zu Hilfe zu eilen, aber, oh Wunder, als Konfuzius in die Nähe des Ufers kommt, steigt der alte Mann fröhlich pfeifend aus und spaziert davon. Konfuzius hält ihn an und fragt ihn, wie das möglich ist. Wie kann es sein, dass er in diesem wilden Gewässer einfach so schwimmen kann, ohne sich zu verletzen? Er fragt ihn, ob er eine besondere Methode des Schwimmens hat. Und der alte Mann antwortet ihm Folgendes. Er sagt, nein, ich habe keine besondere Methode. Ich begann mit dem mir Eingeborenen, wuchs auf in meiner Natur und erfüllte mein Schicksal. Ich tauche genau ins Zentrum der Strudel hinein und tauche als Gefährte der Strömung daraus auf. Ich folge einfach dem Weg des Wassers und versuche nicht, gegen es anzukämpfen. Das ist meine Art zu schwimmen. Und genau das ist auch Zhuangzis Idee vom guten Leben. Es heißt, dem Dao folgen, so wie man der Strömung des Wassers folgt. Die eigene Natur anerkennen, sich nicht gegen sie auflehnen, sich nicht aufregen darüber, was wir sind und wie wir sind und wie das Universum ist. Das heißt aber auch für Zhuangzi,
Die Endlichkeit des eigenen Daseins mit Gleichmut anzuerkennen. Das Werden und das Entstehen sind nun mal das Wesen des Dao. Warum sollte man sich darüber aufregen, wenn Dinge entstehen und wieder vergehen? Zhuangzi drückt das aus, wenn er über den wahren Menschen des Altertums spricht, also über seine Idealvorstellung vom menschlichen Dasein und sich die Frage stellt, wie dieser wahre Mensch des Altertums mit der eigenen Endlichkeit umgegangen ist. Dazu sagt Zhuangzi: Der wahre Mensch des Altertums kannte weder die Liebe zum Leben noch die Angst vor dem Tod. Er freute sich nicht hervorzutreten, noch widersetzte er sich der Rückkehr. Beiläufig ging er dahin, beiläufig kam er wieder. Er vergaß nicht, was sein Ursprung war und suchte nicht zu wissen, was sein Ende sein würde. Fröhlich nahm er an und seiner selbst vergessend kehrte er zurück. Es gibt also für uns gar keinen Grund, den Tod zu fürchten. Der Tod führt uns einfach nur zurück zur Einheit mit dem Dao. Und derjenige, der immer schon in der Einheit mit dem Dao gelebt hat, kann durch den Tod nicht aus dieser Einheit herausgerissen werden. Wir verlieren also gar nichts durch den Tod. Eine andere Parabel im Zhuangzi thematisiert das gleiche Problem, also thematisiert auch die Frage des Umgangs mit der eigenen Sterblichkeit. Und zwar erzählt uns da Zhuangzi, wie er bei einem Spaziergang eines Tages einen Totenschädel am Wegrand findet. Er hebt diesen Totenschädel auf, spricht ihn an und fragt ihn, was mit ihm geschehen ist, dass sein Leben zu Ende gegangen ist. Und beschließt dann, seltsamerweise, diesen Totenschädel als Kopfkissen zu benutzen, um ein Nickerchen darauf zu machen. Und während Zhuangzi schläft, mit seinem Kopf auf dem Totenschädel gebettet, erscheint ihm dieser Totenschädel im Traum. Zhuangzi fragt ihn: Würdest du gerne wieder ins Leben zurückkehren? Wenn ich dir das Angebot machen würde, wieder lebendig zu werden, was würdest du sagen? Und der Totenschädel antwortet ihm: Wenn du tot bist, sagte der Totenschädel, dann gibt es keinen Herrscher über dir und keine Untertanen unter dir. Es gibt auch nicht die den vier Jahreszeiten entsprechenden Besorgungen. Stattdessen vergeht die Zeit gemächlich wie für Himmel und Erde. Nicht einmal die Freuden eines nach Süden gewandten Königs wären größer als die der Toten. Der Totenschädel hat also offensichtlich gar keine Lust, wieder ins Leben zurückzukehren, sondern preist den Tod an als etwas Angenehmes, Ruhiges, ein unaufgeregtes Leben im Einklang mit dem Lauf der Jahreszeiten. Der Tote ist also einfach wieder Teil der Natur geworden, Teil des Dao, so wie Himmel und Erde, und ist frei von allem, was in der Menschenwelt Grund sein könnte, ihn vom Dao zu trennen. Also er ist raus aus dem geschäftigen Leben, raus aus den Besorgungen, die so ein menschliches Leben mit sich bringt, und ist wieder ganz wie Himmel und Erde Teil der Natur selbst geworden. Auch hier, wieder mal gibt es keinen Grund, den Tod zu fürchten. Die eigene Sterblichkeit wird belanglos, kommentarlos einfach akzeptiert. Trotzdem, Zhuangzi und das Dao De Jing unterscheiden sich in einigen Punkten. Und zwei davon möchte ich jetzt zum Abschluss noch kurz hervorheben. Zhuangzi ist zum einen kein Philosoph der Askese oder des Eremitentums. Anerkennen der eigenen Natur heißt für Zhuangzi auch anerkennen, dass wir als Menschen in einer Menschenwelt leben. Sie erinnern sich, bei Laozi sah die Sache anders aus. Er predigte den Rückzug aus der Gesellschaft, die Mystik, die Askese, das Zurückziehen auf sich selbst. Das ist nicht Zhuangzis Ideal. Für Zhuangzi heißt Menschsein anerkennen, was die menschliche Natur ist, und diese menschliche Natur besteht eben darin, in einer Gesellschaft, in einem Staat zu leben. Man muss sich nicht darin hervortun, aber man muss auch nicht versuchen, sich daraus zurückzuziehen. Gehen ohne den Boden zu berühren ist eine Metapher, die Zhuangzi verwendet, um diesen besonderen Zustand des In-der-Welt-Seins ohne ihr verhaftet zu sein zu beschreiben. Er predigt also nicht die Weltflucht, nicht den Rückzug aus dem Dasein, sondern er predigt ein Leben in der Welt, ohne an dieser Welt zu kleben. Gleichzeitig, und das ist der andere wichtige Unterschied, den ich betonen möchte, gleichzeitig hatte Zhuangzi keinerlei politische Ambitionen. Auch hier wieder ein wichtiger Unterschied zum Laozi. Laozi gibt Ratschläge für die richtige Herrschaft und dafür, wie ein Staat ordentlich aufgebaut sein soll. Auch wenn er selbst den Rückzug aus der Gesellschaft predigt, hat er doch klare Vorstellungen davon, wie eine gute und dem Dao gemäße menschliche Kultur und wie ein menschlicher Staat funktionieren sollte.
Für Zhuangzi sieht die Sache anders aus. Für Zhuangzi lebt der Weise zwar in der menschlichen Gesellschaft, aber er versucht nicht, sich in ihr in irgendeiner Weise zu engagieren oder sich hervorzutun, Erfolg zu haben oder so etwas, sondern er ist Hedonist. Er lebt sein Leben, er akzeptiert seine Realität ohne Ambitionen und ohne Hadern damit und versucht, das Beste im Sinne von das Angenehmste daraus zu holen. Das heißt aber auch, sich aus der Politik herauszuhalten. Und das illustriert sehr schön eine andere Geschichte aus dem Zhuangzi, meine persönliche Lieblingsepisode, die ich Ihnen jetzt zum Schluss nicht vorenthalten möchte. Zhuangzi wird da gefragt, wie er denn zu politischen Ämtern steht. Und da lesen wir: Meister Zhuang fischte einst am Pufluss. Der König von Chu entsandte zwei hochrangige Beamte mit folgender Botschaft zu ihm: Ich möchte euch mit der Verwaltung meines Reiches beladen. Also im Klartext, Zhuangzi bekommt einen Job angeboten. Mit der Angelrute in der Hand sagte Meister Zhuang, ohne sich auch nur umzudrehen: Ich habe gehört, dass es in Chu eine heilige Schildkröte gibt, die schon seit 3000 Jahren tot ist. Der König verwahrt sie in seinem Ahnentempel in einem mit Tuch umwickelten Korb. Was glaubt ihr wohl, wäre dieser Schildkröte lieber? Dass sie tot ist und ihre Knochen als Objekt der Anbetung aufbewahrt werden, oder lebendig zu sein und ihren Schwanz durch den Schlamm zu ziehen? Sie wäre sicher lieber lebendig und zöge ihren Schwanz durch den Schlamm, sagten die beiden Beamten. Also fort mit euch, sagte Meister Zhuang. Ich will meinen Schwanz lieber weiter durch den Schlamm ziehen.